Zum Thema Inspiration. Ganz große Frage kommt immer wieder, wo nehmen Sie eigentlich Ihre Ideen her? Und da muss ich sagen, das ist ein großes Missverständnis, dass man nach Ideen suchen müsse. Die kommen von selber. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute nicht darauf achten, wenn die Ideen ankommen. Und Ideen sind, was das anbelangt, wie Träume. Wenn man sie nicht gleich festhält, vergisst man sie nach einer Weile. Und nach einer Weile hat man auch vergessen, dass sie mal da waren. Und die einfachste Gegenmaßnahme, die ich da empfehlen kann, ist, sich anzugewöhnen, immer was zu schreiben dabei zu haben. Nie aus dem Haus gehen ohne ein Notizbuch in der Tasche. Und immer, wenn eine Idee kommt, aufschreiben, auch wenn es erst wie eine blöde Idee aussieht. Wenn man das bloß einige Wochen macht, wird man verblüfft sein, wie viele Sachen da in diesem Notizbuch stehen, an die man sich nicht mehr erinnert. Und nach einer Weile kommen einem Ideen, die erst nach gar nichts ausgesehen haben, auch plötzlich gar nicht mehr so doof vor. Und also einige meiner Romane sind aus Ideen entstanden, die zu dem Zeitpunkt, als ich sie aufgeschrieben habe, ganz und gar nicht so gesehen haben, als würden sie was taugen. Und da kommt es wirklich auf Masse an. Wenn Sie 1000 Ideen notiert haben, dann ist garantiert eine dabei, aus der sich was machen lässt.